was letztes Jahr noch, ich glaube, so um die Weihnachtszeit noch so eine Idee war, wo wir es dann bei euch dann angekündigt haben, bis jetzt, wo wir dann in 3 Wochen eine volle Halle sehen. Ja, ich glaube, das ist ein Wahnsinn, was einfach in 9 Monaten passiert ist. Es ist soweit, liebe Leute. Ein neuer Das Hobby Podcast, ein neuer Mittwoch, ein neuer Abschnitt in eurem Leben. Beginnt jetzt, möchte ich beinahe mal so sagen. Markus, wir sind wieder vereint. Wie fühlst du dich? Jetzt gut, wieder komplett sozusagen. Schon, ne? Ja. Wir haben 2 Wochen ohne miteinander quasi Podcasts gemacht. Schwierige Zeit. Krankenversicherung hatte mich schon angerufen, ob alles okay ist. Aber ja, es war nicht leicht, muss ich auch sagen. Das war mein persönliches Sommerloch, weil es jetzt passiert. Umso länger wir drüber reden, umso unglaubwürdiger wird es. Also lass uns das dabei belassen. Jetzt wird immer was unterstellt hier. Und deswegen haben wir auch gedacht, heute zu dritt wäre zu wenig. Deswegen heute zu viert direkt. Mit zwei unserer Lieblingsgäste natürlich, die immer wieder wilde neue Geschichten haben und sehr fleißig auch sind im Hobby. Muss ich hier schon mal jetzt, wo sie noch nicht darauf reagieren können, sage ich das jetzt schon mal. Sehr, sehr fleißig, sympathische Kerls. Andreas und Sebastian sind da. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, kann man sagen. 21:45 haben wir gerade. Guten Abend. Da seid ihr wieder, wa? Wie geht's euch? Vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir fühlen uns ja immer sehr wohl bei euch. Und ja, wir haben vorhin, als wir uns vorbereitet haben, haben wir überlegt, wann haben wir das letzte Mal gesprochen, Andi? Wann war das? Anfang des Jahres, glaube ich? Februar 23. Mit irgendwie halber Schalte von mir aus Thailand irgendwie in so einer kleinen Bude mit ganz schlechten Ton, mit schlechten WLAN. Aber es ist extrem spannend, was sich in den letzten 9 Monaten knapp dann ergeben hat. Ja, ich habe von so einer Karten-Madness gehört. Könnt ihr das bestätigen? Können wir tatsächlich. Also wir haben ja, wenn ich mich jetzt so recht zurückentsinne, haben wir, das war, glaube ich, der Podcast vor der ersten Trading Night. Mittlerweile haben ja 2 davon stattgefunden. Und währenddessen ist halt unser Traum, ja, also wer das Video verfolgt, auf Andis Pullover steht es ja drauf, ist dieser Traum der Card Show einfach weitergewachsen, genau. Und ist tatsächlich auch, also noch nicht ganz Realität geworden, aber sehr kurz davor Realität zu werden. Und jetzt haben wir noch ja knapp 3 Wochen. Und dann ist das, was wir ursprünglich in unseren Köpfen hatten, also ich glaube, Markus kann da mitreden. Wenn man sich sowas vornimmt, dann fiebert man ja auch entsprechend drauf hin. Und jetzt sind es noch 3 Wochen und dann gucken wir mal, was wird. Also wir sind voller Zuversicht, sehr glücklich. Es wird auch jeden Tag jetzt gerade mehr Arbeit, ja, also angefangen von E-Mail-Anfragen über die wildesten kreativen Ideen, was man gerne noch mit uns machen möchte und hin und her und vor und zurück. Und gerade jetzt in der Phase wird es dann auch eher kein Hobby-Invest mehr, sondern wirklich Stunden, die da drauf gehen, um gewisse Dinge noch abzufrühstücken und zu bestellen und abzusegnen und alles, was dazugehört. Aber wir freuen uns sehr darauf und ja, ihr seid natürlich auch da, habe ich gehört. Meine ich zumindest. Habe ich auch gehört, ja. Also es ist ja nicht mehr so lang. Wie ist denn die Vorfreude? Also es ist, ich meine, gefühlt kommt, die habe ich eben schon mal angedeutet, gefühlt jede Woche kommt ein neues Highlight von euch um die Ecke. Wie fühlt ihr euch? Habt ihr auch eine gewisse Vorfreude neben einer Anspannung oder wie ja. geht's euch? Also ich würde sagen, wie die Karten jetzt schon sagt, wir sind verrückt fürs Hobby, ja, und wir freuen uns auch wahnsinnig drauf. Was letztes Jahr noch, ich glaube, so um die Weihnachtszeit noch so eine Idee war, wo wir es dann bei euch dann angekündigt haben, bis jetzt, wo wir dann in 3 Wochen eine volle Halle sehen. Ja, ich glaube, das ist ein Wahnsinn, was einfach in 9 Monaten passiert ist. Und ja, wir sind wirklich hyped. Also wir brennen da richtig für. Also was, glaube ich, viele Leute einfach nicht wissen, wir sind wirklich 2 Sammler, die das neben dem regulären Job. Bei mir ist jetzt noch ein Baby dazugekommen. In den letzten 9 Monaten, Dankeschön. Und das ist wirklich einfach ein Herzensprojekt für uns. Also wir haben klein gedacht und das ist sehr, sehr groß geworden. Also hier auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns das Vertrauen gegeben haben, sei es Partner, sei es die ganzen Sammler, die nicht gezuckt haben und zack, zugegriffen haben bei den Tickets oder einen Tisch oder einen Parkplatz oder was
es auch immer, also die und sich auch alle wirklich freuen. Also wir kriegen auch ganz tolles Feedback jetzt vorab und jetzt Endspurt, jetzt müssen wir halt liefern. Ja? Und deswegen sitzen Sebi und ich dann auch gerne die Extrastunde nochmal dran nach der Arbeit, um wirklich ein tolles Event. Und wir haben vieles vor und unsere Premiere ist es natürlich und wir freuen uns halt wahnsinnig. Also ich, seitdem ich einmal in dieser Halle war, das erste Mal und die in leer gesehen habe und dann so eine Vision hatte, dann haben wir das in Frankfurt mal gesehen, wie so eine Sporthalle gut ausgefüllt aussehen kann. Und ja, wir freuen uns einfach wahnsinnig drauf, mit euch allen einfach das Hobby zu zelebrieren. Haut doch mal ein paar Highlights raus. Was erwartet die Leute? Sorry, Sebastian. Sollen wir was ankündigen, was noch niemand weiß? Ja? Ich würde mich freuen. Also Fakt ist, und ist vermutlich für die interessant, die auch ein Ticket haben und planen, vorbeizukommen, da ist es so, es wird eine Woche vorher natürlich noch eine Info-E-Mail geben, in der auch alles steht. Also angefangen von, wo bekomme ich mein Mettbrötchen, bis hin zu, wann kann ich ins Parkhaus fahren? Also da gibt es natürlich entsprechende Informationen zu. Weiter gedacht auch, wo kriege ich welches Giveaway, wer gibt was raus, also dass auch wirklich dann keine Tumulte vor Ort irgendwie stattfinden, weil wir natürlich an verschiedenen Punkten verschiedene Dinge auch platzieren, die rauszugeben sind. An der Stelle können wir sagen, es wird noch neben der Karte, die Ivan zusammen mit Tops produziert, kommen wir bestimmt später noch zu, wird es, ja, weiß nicht, ob es das schon mal gab, aber ich glaube nicht, es wird noch ein Rookie-T-Shirt geben, was wir zusammen mit einem Partner auf die Beine stellen, was auch limitiert ist auf 150 Stück. Das gibt es auch nur bei der Erstausgabe und es ist wirklich das Rookie-T-Shirt. Also wir versuchen auch wirklich in verschiedenen Areas auch Dinge zurückzugeben. Dann, weiß ich nicht, Andi, wollen wir schon was zu 2024 sagen, was auch dann am 2.12. schon passiert? Feuer frei. Dann wird es so sein, dass tatsächlich ab dem 2.12. 10 Uhr, also wenn sich die Türen öffnen für dieses Jahr, schon alles live sein wird für nächstes Jahr. Also der Termin steht. Mhm. Das ist der 7. Dezember 2024, gleiche Halle, gleiches Setup. Und die Tickets sind quasi live ab dem Tag, wo dieses Jahr die Card Madness stattfindet. Wir werden natürlich ein paar Tickets und auch Tische noch zurückhalten für die, die auch zum späteren Zeitpunkt noch zuschlagen möchten. Also es wird ein gewisses limitiertes Kontingent vorab geben. Und das kann man quasi auch vor Ort nicht übersehen und kann dann, wenn man möchte, direkt das nächste Jahr einloggen und dabei sein. Und ansonsten, ich glaube, das größte Interesse ist tatsächlich in Bezug auf die Karte, die der liebe Ivan von den B-Brothers uns dankenswerterweise gemalt hat. Das ist wirklich irre, was da im Netz gerade abgeht, was auch überhaupt nicht selbstverständlich für uns ist. Also danke auch nochmal an Ivan an dieser Stelle, weil das ist auch was, das macht man nicht mal eben so. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir sind aber wirklich auch, also ich kriege Gänsehaut gerade, weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist halt echt irre, weil wir auch kommt einfach bis nach Düsseldorf, Thema, die Gänsehaut. Also es geht mir genauso. Also nochmal ganz großen Dank auch in Richtung Beat Brothers, ja, dass sie da uns auch supporten mit wirklich so einer Wahnsinnssache. Also ich glaube, die Idee hatten schon durchaus die ein oder anderen im Kopf, aber wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass wir ihn zum rechten Zeitpunkt geschnappt haben und wir haben ja auch schon mal so einen ersten Look and Feel gezeigt. Also das Ding sieht genial aus und auch die Karten. Wir haben schon die Probedrucke gesehen. Das sieht schon echt top aus. Also freut euch auf was, Leute. Freut euch auf was. Ja, und also 700er Auflage haben wir schon angekündigt. Dann gibt es eine Rutsche auf 10, eine Rutsche auf 25 und eine One-of-One gibt es natürlich. Mhm. Und für die auch Ivans Kunst genauso feiern wie wir, wird es noch eine limitierte Auflage von dem Print als Poster geben, limitiert auf 100, alle handsigniert von Ivan. Davon gibt es dann wiederum natürlich ausgewählt auch bei Partnern entsprechende, also die wir rausgeben, um sie an den B-Brothers Stand oder auch bei Tops natürlich rauszugeben, kann man da gewinnen am Greifarmautomaten zum Beispiel. Also wer da hinterher ist, auf jeden Fall die Augen aufhalten bei der Messe. Und das sind, glaube ich, so mit die größten Sachen, die wir jetzt schon fest sagen können. Da kommt vielleicht noch das eine oder andere zu, aber das wird sich dann vermutlich erst kurz vorher auch irgendwie ergeben. Aber wir glauben, wir haben ein echt gutes, abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Wir haben bewusst auch auf ein klassisches Goodiebag verzichtet, um das auch vor Ort so ein bisschen zu entzerren. Also das Goodie von dem jeweiligen Goodiegeber gibt es am Stand
des jeweiligen Herausgebers. So, also so entzerren wir das Ganze natürlich auch so ein bisschen und sorgen nicht dafür, dass dadurch, dass es auch verschiedene Limitierungen sind, also 700 Karten, 150 T-Shirts, also es ist halt, du musst das entzerren. Du kannst nicht alles in einen Beutel schmeißen, das macht dann auch keinen Sinn, weil dann grabt sich am Ende einer alles, das macht halt auch dann wenig Spaß. Vielleicht noch eine Ergänzung, Sebi, von meiner Seite. Die One-of-One von Ivans Karte, das können wir vielleicht auch mal schon mal vorab ankündigen. Die werden wir von GSG graden lassen im eigenen Label und die wird dann versteigert und wir wollen dann entsprechend für einen guten Zweck dann die Karte versteigern. Also am Samstag kann dann eine glückliche Person sich die Karte ersteigern und wir würden dann auch noch Bescheid geben, für welchen guten Zweck in Düsseldorf irgendwas Lokales bei uns aus der Region, wo wir dann entsprechend dann auch mal was raushauen an die Community. Ja. Vielleicht Fortuna Düsseldorf. Ja, die brauchen ja kein Geld. Die brauchen ja kein Geld. Die wollen ja auch keinen Eintritt von den Leuten haben. Ja. Aber super geil, ey. Das klingt ja in sich unfassbar stimmig. Ich finde auch diese Idee mit diesem Rookie-Shirt richtig geil. Ist aber tatsächlich jetzt auch, also haben wir natürlich aus dem ein oder anderen fernen Land uns angeschaut, wie die das so machen. Und ich, das ist ja auch am Ende, ist das so ein bisschen Markenbildung halt auch, ne? Weil wenn es ein cooles T-Shirt ist, also jetzt nicht irgendwie so ein Lumpen, den du dann als Fahrradkettenlappen benutzt irgendwann, sondern irgendwas, was du auch gerne trägst, weil es halt einen gewissen qualitativen Anspruch hat, dann sind wir uns sicher, dass wir diese Shirts in Zukunft auch irgendwo sehen werden, egal wo das dann ist. Und das war uns auch wichtig. Also wir wollen nichts produzieren oder herausgeben, was einfach für die Tonne ist, weil das ist nicht unser Ansatz bei dem Ganzen. Ja, sehr geil. Und wo gibt es jetzt die Mettbrötchen? Die gibt es in der ersten Etage tatsächlich. Aber da kommt noch eine E-Mail zu. Also bis jetzt wäre mein Untertitel für die Sendung, nur als kleiner Zwischenstand, Mettbrötchen und Gänsehaut. Gucken wir mal. Hört sich gut an. Dabei bleibt. Kein schlechter Zwischenstand. Ja, ne? Ich sag ja, jede Woche kam oder kommt ein neues Highlight. Ihr hattet auch von der Trade Night ja auch nochmal was geschrieben. Könnt ihr da auch noch irgendwie vielleicht ein paar Worte sagen, was da kommt, was da uns erwartet? Willst du annehmen? Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten das Glück, bei einer Besichtigung tatsächlich einen schönen Spot zu entdecken. Und zwar gibt's nebendran direkt auch eine Schule und eine Aula. Und das wird während der Woche als Mensa genutzt. Ja, also es gab schon ein paar lustige Kommentare mit Schulbankdrücken und so weiter. Ja, das ist wirklich ziemlich groß. Da ist schön viel Platz, da sind Tische drin. Das wird eine entspannte Atmosphäre. Und die Leute können schon mal einen ersten Eindruck von der Halle bekommen. Ja, man geht dann auch, man kann dann so ein bisschen reinsneaken in die Halle. Parallel werden die Händler dann auch am Freitag aufbauen. Hier sind wir die größeren Stände, Tops und Co. Und genau, wir freuen uns. 20.30 Uhr geht's los. Wie gesagt, Castello im Navi eingeben und dann werdet ihr da schon reinfinden. Ich glaube, das schicken wir aber auch noch alles in der E-Mail mit, wo der Eingang ist, wo die Leute parken können. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eine grandiose Trade Night, um einzustimmen und dann am nächsten Tag auf ein grandioses normales Event. Ja. Haut nochmal die Uhrzeiten raus. Wann geht's los am Samstag? Freitag geht's um 20.30 Uhr los und am Samstag regulärer Eintritt um 10. Genau, die Tiefgarage öffnet ein bisschen eher. Also für die ganz nervös sind, können schon mal reinfahren. Markus? Markus hat, glaube ich, sogar einen Parkplatz. Zählte da. Nicht wie du, Dennis. Ja. Zählte da. Ja, Markus muss aufpassen, ey. Der guckt da, der ist da wahrscheinlich schon am Mittwoch da. Ja, und am Samstag geht das Ganze dann bis 19 Uhr. Okay, cool. Ja, sehr gut, ey. Und Markus hatte ja vorhin schon gefragt, weil er ist ja auch quasi einmal den Leidensweg gerade schon selber gegangen ist. Habt ihr so ein bisschen die nächsten 3 Wochen vor Augen? Was wird die To-Do-Liste länger oder geht's von Tag zu Tag und mal gucken, was kommt? Also meine To-Do-Liste in meinem Notizbuch in digitaler Form wird jeden Tag länger und wir haben jetzt, glaube ich, allein beim Tischlieferanten noch 3-mal nachbestellt, weil dann kam halt, oh, wir brauchen noch Besteck, wir brauchen noch Gabeln, wir brauchen Teller, wir brauchen Kühlschränke, also die Bestellung wächst, ja, weil wir natürlich auch gewisse Dinge da umsetzen wollen und auch nicht möchten, dass jetzt jemand von den Partnern zum Beispiel irgendwie vom Pappteller essen muss. Also wir haben auch einfach einen gewissen Anspruch an das ganze Thema. Und deswegen, hier und da fällt dann immer noch mal was auf, was noch vielleicht irgendwo dazu bestellt werden muss. Und hier noch ein Banner und da ein Flyer. Und dann kommt noch ein Partner um die Ecke und sagt, ah, ich brauche aber noch einen Roll-Up, könnt ihr helfen? Die klassischen Sachen, die halt so tagtäglich passieren. Aber wir haben uns das, glaube ich, für den Freitag ganz gut aufgeteilt.
wie wir das auch einfach handeln. Wir haben viele Menschen, die uns aus dem sowohl Hobbykreis als auch privaten Freundeskreis extrem supporten, auch an den beiden Tagen. Auch da vielen Dank nochmal an dieser Stelle, ist auch nicht selbstverständlich. Ich weiß immer noch, als ich den ersten Menschen davon erzählt habe, was wir so vorhaben. Ich glaube, bei Andi ist es ähnlich, dass die Leute einen dann nur angucken und sagen, was macht ihr und wie das Ding ist ausverkauft und wie funktioniert. Also es ist halt so surreal manchmal, dass die Leute, auch wenn mittlerweile jeder zu einem bekannten Supermarkt geht und nach Stickern wieder fragt, weil eine bekannte amerikanische Firma gerade ein Stickeralbum da an den Start gebracht hat. Also das Thema ist omnipräsent, aber keiner kann sich unter dem, was wir da tun, etwas vorstellen. Aber jeden, den man so ein bisschen dafür begeistert, der sagt, geil, was hatte ich denn früher? Was gibt's denn da für eine Karte? So, und das ist halt einfach, ich glaube, und ich glaube, da sprechen wir hier sowieso eine Sprache, aber ich glaube, da gibt's halt noch viele, die da auch mit reinspielen in das Thema. Es liegt halt an uns, was wir aus dem Thema in der Zukunft machen. Und es wird halt nur weiter wachsen, wenn wir alle was dafür tun. Und ihr macht einen Podcast, Markus macht noch eine Cardshow, wir machen eine Cardshow. Und es gibt so viele Leute, die tolle Ideen haben, aber man muss sie halt umsetzen. Ja, und wir haben auch ganz oft gehört, ja, das wird meine erste Show. Also wirklich von ganz viele nutzen es auch, mit den Kindern zu kommen. Das haben wir auch bewusst gesagt, dass die Kinder dann auch nichts zahlen müssen bis 12. Einfach, weil wir auch wollen, das ist der Hobby-Nachwuchs. Wir brauchen, glaube ich, einfach Leute, die sich begeistern. Und dadurch, dass wir auch viel, wir machen jetzt nicht nur Sportscards, sondern auch sehr, sehr viel TCG einfach. Wir haben uns da auch komplett geöffnet. Und deswegen, da werden halt auch ganz viele junge Leute reinkommen. Und das finde ich schön. Wenn du dann die leuchtenden Kinderaugen hast, gerade wenn man jetzt irgendwie ein eigenes Kind hat, kann ich mir das auch wirklich vorstellen, wie das dann aussieht, wenn die Kinder da reinkommen und das erste Mal in so einer großen Halle so ein Event haben. Ich glaube, in Frankfurt hat man da schon einen ersten Eindruck bekommen, wie das so sein kann. Und wir freuen uns, dass wir da irgendwie dran anknüpfen können. Ja, lasst uns einfach gemeinsam, also wir sehen das so als Projekt, einfach das Hobby in Deutschland nochmal weiter voranzubringen. Ich glaube, wir brauchen so Shows. Deswegen auch nochmal vielen Dank an Markus und Max, was ihr da auch auf die Beine gestellt habt, war klasse. Und wir freuen uns da jetzt irgendwie dran anzuknüpfen mit einem ähnlichen Konzept. Und mal schauen. Ja. Also das sind die kleinen Dinge, die sich jetzt auftürmen. Ich glaube, die großen, wichtigen Sachen haben wir vorbereitet, haben wir geklärt, sind besprochen. Aber ich glaube, das weißt du auch, Markus, die kleinen Dinge am Ende, so im Endspurt, die kosten einem noch so die letzte Energie. Und deswegen, wir geben jetzt nochmal Vollgas und lasst uns einfach wirklich ein schönes Wochenende haben in 3 Wochen. Also ich fühle, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fühle komplett mit euch und ich weiß, dass die nächsten Tage noch schlimmer werden, aber ich meine, ihr habt ja auch schon die eine oder andere Veranstaltung auch gemacht, von daher werde ich euch nichts Neues erzählen, auch diesbezüglich, was man euch auf jeden Fall, und das sieht man und nimmt man ja wahr, dass auch jeder, das sieht jeder offensichtlich, welche Energie und welche Kraft ihr in diese Show reinsteckt. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, also man hat das Gefühl, ihr macht nichts anderes mehr, so, also ihr macht eigentlich nur das, weil es einfach geile Dinge, die ihr raushaut. Ein paar habt ihr jetzt ja auch schon angesprochen. Ihr haut jeden Tag Content, so gut wie jeden Tag Content raus. Die Show ist präsent im Hobby. Und ich glaube, es wird nicht perfekt. Also das soll es wahrscheinlich auch nicht. Man lernt mit jeder Show dazu. Ich meine, das hat den Anspruch hatten wir auch irgendwie so. Aber man hat alles dafür getan, es so perfekt wie möglich zu machen. Und ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, was auch noch ganz gut zu sagen ist, ich meine, es gibt jetzt zwar 1-2 Shows, aber das Schöne ist, wir tauschen uns ja aus. Ich meine, wir haben inzwischen auch irgendwie WhatsApp-Gruppen, so wo man, ich glaube, das wissen viele auch gar nicht da draußen, dass das irgendwie so ein Gegeneinander ist, sondern im Gegenteil, sondern wir freuen uns füreinander irgendwie und dann freuen wir uns jetzt ganz besonders auf die Show in Düsseldorf und profitiert auch voneinander, von den Learnings und so weiter. Das ist schon ganz cool. Das macht auf jeden Fall Spaß. Absolut. Ist auch nicht selbstverständlich, ja, würde ich sagen. So. Ich bin baff. Liebe unter Event-Leuten, das ist wirklich einfach nur schön. Was habt ihr denn bei der Frankfurt-Show gesehen, wo ihr gedacht habt, okay, das ist richtig geil? Und was habt ihr gesehen, wo ihr sagen würdet, nee, so, das würde ich nicht nochmal, das würde ich nicht so machen, wenn ich mal so fragen darf? Willst du, Andi?
Schießt du mal raus und ich ergänze. Nein, ich könnte auch nur das Positive sagen, wie ihr wollt. Nee, also es gibt nicht, also jeder verfolgt ja unterschiedliche Ansätze, was ja auch ganz klar ist, und das ist ja das, was Markus auch gesagt hat. Jeder hat ja auch seine persönliche Meinung zu Dingen. Und da geht es jetzt gar nicht um Abläufe oder um so Kleinigkeiten oder war das Brötchen jetzt zu groß oder zu klein. Ich glaube, da kannst du sowieso nie jedem recht machen. Kannst du jedes Jahr was anderes machen. Es gibt immer einen, der sagt, boah, nee, das Brötchen hat mir nicht geschmeckt, ja. Brötchen ist aber schon ein Thema in der Vorbereitung bei dir, ne? Auf jeden Fall. Aber wir zum Beispiel, wir haben uns entschieden, bewusst auf Sachen wie Workshops und Co. zu verzichten, weil wir einfach auch, wir haben es uns angeschaut, weil das auch einfach, es hat, glaube ich, nicht das erzeugt, hinten raus, was es soll, weil natürlich der Fokus auch einfach auf dem Thema Cardshow liegt. So, und deswegen, auch wenn wir vielleicht im Februar, als wir hier gesprochen haben, gesagt haben, wir haben diverse Ideen und tralala, natürlich gibt es einen Live-Break mit den beiden Liebesbreakern, die ihr alle kennt, mit Rickman und dem Dennis. Ah. Klar gibt's das, aber wir verzichten bewusst auf diesen Workshop-Charakter, auch wenn wir den Platz dafür hätten. Aber wir glauben, dass einfach das lenkt zu sehr ab vom grundsätzlichen Thema und ist dann am Ende auch undankbar für den, der es macht. Ne? Und das ist so, deswegen verzichten wir darauf. Das heißt jetzt nicht, dass das in Frankfurt schlecht war. Das meine ich damit nicht, aber wir haben uns entschieden, das einfach nicht zu tun, weil wir sagen, auch so Dinge wie Musik. Ja, wir haben, auch wenn ich Andi, und wir sind da ganz transparent, ich habe Andi gefragt, ich sage, Andi, brauchen wir Musik? Und er sagt natürlich zu Recht, das hat mich so angenervt, immer dagegen anzureden, wir brauchen es nicht. Und deswegen gibt es keine Musik. So, und das sind halt so diese Kleinigkeiten, wo aber jeder mit einem anderen Auge natürlich draufschaut. Und das kannst du weiterspielen übers Catering. Also wir sind mit unserem Caterer sehr, sehr eng im Austausch, weil da auch einfach Dinge, wenn ich Caterer selbst wäre, ganz anders machen. Und das fängt an bei Mehrwegbechern, geht über PET, geht über Sinnhaftigkeit, geht über Schnelligkeit. Aber das sind ja auch oft Faktoren, die kannst du dann gar nicht so selbst auch beeinflussen, weil wir sind nun mal nicht Caterer und wir können die Halle auch nicht rauskaufen aus dem Thema, sonst würde ich es machen. Also das ist, weil ich einfach weiß, wie schnell das in dem Moment gehen muss. Und dass eine PET-Flasche mit einem Schraubverschluss schneller verkauft ist als ein Mehrwegbecher, der gezapft wird, brauchen wir auch nicht drüber reden. Und ein Mehrwegbecher, der offen ist, stellt auch keiner irgendwo auf den Sammlertisch. Das sind halt alles so Faktoren, wo man halt drüber nachdenken muss, wenn solche Dinge passieren. Aber das wäre jetzt so das Prägnanteste, was mir einfach einfällt. Aber nicht, weil es negativ ist, sondern weil wir das einfach anders betrachten. Ja, vielleicht noch von meiner Seite. Also was mir natürlich super gefallen hat, ist so diese Ambiente. Du kommst rein, hast wirklich eine geile Halle. Da sind ordentlich Leute da. Ich glaube, alle hatten Spaß, von Sammlertischen bis hinten, gerade unten die Händler. Also das war wirklich ich habe von dem Rahmenprogramm gar nichts mitbekommen, weil wir halt auch wirklich einen Tisch hatten, aber ich habe das schon gesehen, wie das bei uns auch aussehen könnte. Ja? Also wir haben da schon so Parallelen gesehen. Was wir jetzt ein bisschen anders machen, ist, wir trennen Sammlertische und Händlertische nicht, sondern wir haben alles auf einem Floor. Also wir sagen, das gehört alles zusammen. Deswegen sagen wir auch, wir brauchen keine Musik, weil da wird genug Stimmung sein. Da wird genug Lärm sein. Die Leute sollen verhandeln, die Leute sollen Spaß haben, die sollen lachen, die sollen Boxen öffnen, was auch immer. Ja? Und das ist die einzige Musik, die wir brauchen. Ja, wir brauchen Packs, die geöffnet werden. Wir brauchen PSA-Slaps, die klimpern. Ja, leuchtende Karten, mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Musik und ich glaube, da wird genug Stimmung so sein. Und ich glaube, bisher, das grenzt uns auch, glaube ich, so ein bisschen ab, dass wir wirklich probieren, alles auf einem Floor zu haben. Also wir haben keine zwei Räume. Also wir haben natürlich noch separate Räume, aber jetzt die Tische sind alle auf einem Floor und ich glaube, das wird ganz spannend sein, wie das funktioniert mit Händlern, Sammlern, alles nebendran. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Also das sind so eigentlich so die Hauptunterschiede, weil ansonsten muss ich auch sagen, war das in Frankfurt perfekt ausgeführt. Ja? Das mit dem Catering, da kann man nie was machen. Also das gleiche Thema haben wir auch. Wir müssen halt den Caterer nehmen, den wir da vor Ort haben. Was anderes ist im VIP-Bereich, da dürfen wir das selbst bespielen. Das ist dann die Ausnahme. Aber ansonsten hast du da nicht viel Mitspracherecht und wir müssen uns dann halt auch immer an gewisse Prozesse halten, die von dem Hallenbetreiber vorgegeben werden. Ja? Ja. Also wir hätten auch ganz tolle Ideen und Sevi kommt ja auch aus der Szene. Das heißt, ich glaube, der könnte da durchaus das ein oder andere noch optimieren bei den Jungs. Aber ist halt so, ja? Du musst halt das manchmal nehmen, was du hast. Und aber ich glaube, das wird super werden und ich freue mich aber auch schon auf nächstes Jahr, wenn Frankfurt, ihr habt euch getraut, 2 Tage zu machen. Ja, das hat bisher in Deutschland zum Beispiel noch keiner gemacht. 2 Tage eine Show.
das muss man auch erstmal füllen mit Händlern, mit Programmen. Deswegen großen Respekt dafür. Wir haben uns jetzt erstmal nur an einen Tag rangetraut und wir werden es aber auch wahrscheinlich nächstes Jahr genauso machen, dass wir nur einen Tag machen. Gibt sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Wir sind halt Fan von dem einen Tag. Einen Tag Vollgas mit dem Freitag vorher noch reicht. Ja. Ja, auch genug über Frankfurt gesprochen. Jetzt ist Düsseldorf am Start. Man muss ja auch noch Luft nach oben haben. Also man weiß ja nie, wo die Reise hingeht. Natürlich haben wir auch Visionen im Kopf und aber gesundes Wachstum ist in unseren Augen einfach auch das Beste in dem Moment. Eben. Ich glaube, wie gesagt, deswegen mit jeder Show nimmt man das dazu. Egal, ob man als Besucher dabei war oder als Händler oder eben einer selber gemacht hat. Ich glaube, überall kann man was mitnehmen. Ja. Irgendeine Kleinigkeit, definitiv. Wollt ihr nochmal ein paar Partner, Händler und so weiter? Also man will ja immer keinen so rausheben jetzt so extra, aber wollt ihr nochmal ein paar so raushauen, damit die Zuschauer nochmal wissen, was sie alles da so erwartet? Naja, ich glaube, also es gibt keinen bekannten Händler in Deutschland, der nicht da ist. Also okay, gut, das reicht, nicht, danke. Ich wüsste nicht, wer fehlt. Also wir haben bewusst auch geschaut, dass wir das Gleichgewicht so ein bisschen halten zwischen TCG Sport und Co. Mhm. Also der André von GSG macht eine Submission, was Grading angeht. Der Henry von Dave and Adams macht eine PSA-Submission. Ich meine, ich hätte Leuten hören, dass der Max auch Submission macht mit German Trading Cards. Können wir auch erwähnen an der Stelle. Und ansonsten ist das wirklich eine wilde Mischung, sage ich jetzt mal. Wir haben auch bewusst so ein paar Spitzen da drin. Dass wir sagen, wir haben auch einen Shop, der sich mit exklusiven Sneakern beschäftigt. Okay. Findet ihr in der obersten Etage. Dann haben wir noch reingenommen auch ein paar Düsseldorfer Jungs, die sich mit dem Thema Vintage Clothing beschäftigen. Okay. Also so, keine Ahnung, wir suchen das Michael Jordan Shirt aus den 90ern von den Bulls. Das haben die Jungs bestimmt. Also auch, um das so ein bisschen abzurunden, weil am Ende gibt es natürlich immer Schnittpunkte. Der Kartensammler sammelt vielleicht Sneaker, der Sneaker-Dude sammelt aber auch coole Klamotten. Mhm. Wir wollen das mal austesten, wie das so angenommen wird, weil wir da extrem viel Potenzial drin sehen. Und ich glaube, es rundet auch für den Besucher einfach das Ganze so ein bisschen ab. Ne? Also man soll sich ja auch durch die Halle bewegen und vielleicht hier und da auch nochmal Dinge sehen, die man vielleicht nicht erwarten würde auf einer Cardshow, die aber trotzdem in das Thema Collectibles reinpassen. Ne? Oder cool. Weitergeführt von Kartenherstellern, die im Digitalisierungsbereich auch was Apps und so unterwegs sind. Also einfach querbeet alles dabei, was man, ohne jetzt, cool. Ich will da auch niemanden jetzt irgendwie besonders hervorheben, weil das wäre auch unfair. Ja. Aber ich kann sagen, es fehlt keiner. Okay. Zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung. Okay. Markus, ey. Wie hast du auch einen Stand? Ja. Ich habe leider keinen Stand, aber ich bin da. Ich persönlich habe bisher bei unserer Show, glaube ich, mal einen halben Tag einen Stand gehabt, aber dann auch irgendwann abgebrochen den Stand. Hattest du in Frankfurt einen Stand? Das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du genau. Ich habe den ersten nur mit Walkie-Talkie die ganze Zeit rumlaufen. Ja, genau. Ich denke, ein sehr guter Freund von mir hat den dann übernommen, aber das war alles irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Aber ich war bis jetzt auch auf keiner Show irgendwie mit einem eigenen Stand. Tatsächlich, weil ich es einfach genieße, irgendwie dann da auch durchzulaufen und die ganzen Leute, die ihr jetzt angesprochen habt, dann auch mit den Leuten zu quatschen, mit euch zu quatschen und mir das alles so anzuschauen. Deswegen werde ich keinen Stand haben, aber ich freue mich sehr, zu kommen. Mit, wie viel sind es am Ende? Wie viel habt ihr verkauft? Wie viel waren Tickets? 1.000, über 1.000? Also Besuchertickets 1.250. Mhm. Da gibt es auch kein einziges mehr von. Also hier und da gibt es noch ein paar Winning-Systems, die jetzt irgendwie über die Tage auch kommen. Aber zu kaufen gibt es keins mehr. Dann knapp 250 Parkplätze, also eine ganze Tiefgarage. Mhm. Dann haben wir können ja sagen, was wir bestellt haben an Material. Dann haben wir 311 Tische in Summe bestellt. Da sind natürlich 111. Die Händler mit abgedeckt. Das ist auch mal eine runde Zahl. Ja, siehst du mal. Und, wir mögen die 11 hier im Rheinland. Ja. Und passend dazu 240 Tische, Stühle, sorry, 311 Tische, 240 Stühle. Und die sind alle voll. Das ist auch immer eine Herausforderung, ne, in so einer Halle. Das ist natürlich mal was anderes, wenn man irgendwo in eine Messe geht und da ist halt alles da. Wir haben alles da. Vorhin Besteck irgendwie angesprochen und so Sachen. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten. Also ich sitze dann wirklich abends da und gehe durch meine Liste und denke mir, was könntest du vergessen haben? Und dann denkst du, okay,
dann geht man ja so virtuell, ich sag mal, vor und denkt sich, okay, wo geht der Besucher lang? Und dann kommt halt, keine Ahnung, haben wir eine Toilettenfrau, haben wir dies? Also diese vielen Kleinigkeiten, die du vielleicht im ersten Moment gar nicht im Kopf hast, die aber dann einfach hier und da aufpoppen. Und da kam halt unter anderem auch Teller und Besteck. Mhm. Ist es die erste Messe, die in dieser Halle stattfindet? Seid ihr die? Ja, ja. Also okay. Ansonsten findet ja. da der regionale, also die Giants, die Düsseldorfer Basketballjungs haben da ihr Zuhause. Da finden aber auch alles Mögliche an Sportveranstaltungen, MMA, alles querbeet genau. statt. Aber eine Messe hat es da noch nicht gegeben, tatsächlich. Okay. Und die sind auch, also immer wenn wir da sind, gucken die uns natürlich mit großen Augen an, weil sie natürlich das ganze Thema auch irgendwie versuchen zu verstehen, aber gar keine Vorstellung haben, was das eigentlich bedeutet, wenn Punkt 10 Uhr einfach alle vor der Tür stehen und einfach alle rein wollen. Mhm. Ja, und dann irgendwie, die sind auch sehr glücklich am Ende, wenn man denen sagt, passt auf, wir brauchen das nicht overengineeren. Ja, es ist ein einfaches Event im Sinne von, wir brauchen da keine goldenen Löffel oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, es ist halt, das Hobby steht im Fokus. Und da müssen wir es nicht komplizierter machen, als es ist. Mhm. Und da sind die sehr glücklich drüber, tatsächlich. Geil. Ja, Wahnsinn, ne? Guck mal, ey, das ist noch wieder eine Top-Show. Das ist jetzt die letzte Show des Jahres aber dann, ne? Ja, wir haben, also Card-Show, ja. Also ein bisschen was Messeartiges kommt ja noch. Comic-Con noch? Comic-Con, es gibt noch genau. Die Comic-Con, genau, in Stuttgart. Also bewusst auch geguckt, dass wir nicht an dem gleichen Wochenende sind. Weil wir natürlich den Leuten die Möglichkeit geben wollen, ja, dass wir keine Doppelbelegung haben und dass sich wirklich alle so ein Event dann auch anschauen können, die rechtzeitig zugegriffen haben bei den Tickets natürlich. Ja, wir kriegen aktuell wirklich am Tag, weiß ich nicht, 15 Anfragen und dann noch 10 Posts von Leuten, die Tickets suchen. Das tut uns natürlich sehr leid, dass wir nicht unendlich Tickets haben, aber es ist nun mal so. Das wird auch nächstes Jahr bei der Cardvention sein, das wird auch bei euch wieder sein in Frankfurt. Ich kann einfach allen nur empfehlen, wenn es Tickets gibt am Markt, greift euch zu, ja, aber bitte nicht, was wir teilweise auch gesehen haben, dass manche sich da irgendwie sehr, sehr viele Tickets einverleiben und dann auf eBay Kleinanzeigen jetzt handeln zu absurden Preisen. Also zu dreistelligen Preisen werden aktuell Tickets auf Kleinanzeigen gehandelt. Okay. Das finde ich dann auch nicht in Ordnung, weil wir natürlich den Leuten, wir haben bewusst die Preise günstig gehalten und sagen, am Ende des Tages soll nicht der Zuschauer die Halle bezahlen, sondern die Partner. Ja? Also dass die Händler, die das professionell machen, die davon auch leben, die sollen das finanzieren und die Zuschauer sollen möglichst günstig in so eine Halle reinkommen. Können wir natürlich auch nicht umsonst machen. Aber wir wollen natürlich auch gerade Leuten, die so das erste Mal kommen, die Möglichkeit geben, auch so mal so eine Show zu erleben. Und deswegen bitte nicht Tickets bunkern. Ja, das kannst du natürlich bedingt nur kontrollieren, aber finde ich natürlich schade, wenn ich sowas höre. Ja? Und ich habe das tatsächlich auch gestern mal geguckt. Ja. Seid fair im Hobby. Ja, es verlangt jetzt nicht 150 Euro für irgendwie ein Card Madness Ticket und das ist halt wirklich, wir sind jetzt nicht hier im Flip-Business, sondern es ist ein Hobby, was irgendwie den Leuten irgendwie Spaß geben sollte und wenn ich sowas mitbekomme und auch die Person kenne, dann werde ich die auch definitiv drauf ansprechen, weil ich das nicht in Ordnung finde. Also macht das gerne bei anderen Konzerten, aber bitte nicht auf der Card Madness. Also wir sind zwar alle verrückt, ja, aber jetzt wir wollen auch alle Spaß haben. Ja. Aber es ist ja, wie du sagst, also es ist nicht fair. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es spricht einfach dafür, dass man eine gefragte Veranstaltung hat, ne? Darf man halt das schon, auch. Ist natürlich ein Kompliment, ja. Das nehmen wir natürlich. Das ist, also ich hatte Gänsehaut, als ich gesehen habe, dass bei Kleinanzeigen Tickets gesucht werden für eine Card-Show, gell? Also wer hätte das gedacht, so von 2021 angefangen zu sammeln. Ich habe niemals daran gedacht, dass ich irgendwann eine Cardshow mache. Und das ist ja jetzt innerhalb von einem Jahr irgendwie herangereift, die Idee und das Konzept und dann immer nach und nach verfeinert. Und das ist schon Wahnsinn. Ja? Also das nehmen wir natürlich einerseits als Kompliment, andererseits finden wir sowas natürlich schade. Ja. Könnte das dann aber auch was sein, wenn die Nachfrage wirklich so hoch ist und die wird wahrscheinlich noch mehr nach diesem Wochenende sein, dass ihr dann auch irgendwie, ich meine, nächstes Jahr ist es in der gleichen Location, da wird es dann, dass man irgendwann mal sagt, okay, vielleicht geht man auch mal in die Location. Absolut. Also wir sind natürlich, so wie ihr, wir haben die Show das erste Mal gemacht, ja, und wir müssen natürlich am Anfang auch ein bisschen gucken, wir wussten am Anfang nicht, was kommt finanziell auf uns zu, was bedeutet das, eine Show zu machen. Nächstes Jahr sind wir ein bisschen schlauer. Wir wissen schon, Sebi hat dann noch ein bisschen mehr in seiner Checkliste schon drin und weiß,
woran müssen wir noch denken? Also es wird dann, glaube ich, immer ein bisschen einfacher, wenn es auch nicht komplett einfach wird. Und wir planen natürlich, das schon nochmal alles größer zu machen. Aber gesundes, organisches Wachstum und jetzt nicht irgendwie total ausrasten, um sich dann zu überheben. Also wir sind keine Leute, die damit das hauptberuflich machen, sondern wir machen es wirklich aus Leidenschaft. Und klar kann man eine Messehalle holen, aber dann verhebt man sich auch ganz schnell. Ja? Die haben nämlich, die rufen da ganz andere Preise auf als für eine Halle. Und deswegen freut euch erstmal auf dieses Jahr. Nächstes Jahr wird noch ein bisschen größer und 25 probieren wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Ja. Junge, 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 ist ja richtig, ist ja Typ Bundeskanzler hier, der Andreas, ey. Fünf-Jahresplan. Ja, ey, wirklich, Fünf-Jahresplan hat er. Drei-Jahresplan erstmal. Ja. Naja, okay, ist für einen Politiker auch schon sehr lang. Aber ihr, wenn jemand Ticket, sehe ich ja immer, weil ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, ob ich nicht jemand kenne. Was ich dann gesagt habe, schaut immer mal in eure Stories rein, weil wenn jemand was Tickets anbietet, dann teilt ihr das ja meistens in eurer Story, wo man dann wahrscheinlich schnell sein muss und dann einfach die Leute kontaktieren kann. Also es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, A, über entsprechend Giveaways, also gerade läuft eins bei uns bei Instagram, noch genau 7 Tage, ist vor einer Stunde erst online gegangen. Und dann haben wir uns natürlich auch noch was überlegt, um so ein bisschen was auch mitzubringen. Ja, gerade für die, die jetzt mittlerweile, wo kann ich sehen, wie lange wir schon aufnehmen? Ich weiß es nicht. 12 Jahre. Dreiviertelstunde, glaube ich. Dreiviertelstunde. Also für die, die es bis hierhin geschafft haben, haben wir uns natürlich was überlegt. Und zwar wäre hier der Ansatz, die ersten 3 Personen, die eine E-Mail schreiben an dashobby@cardmadness.eu mit ihrer Lieblingskarte, bekommen jeweils ein Ticket. Markus 1, Dennis 1. Bitte? Sogar eine eigene E-Mail-Adresse. Wir haben uns ja überlegt, okay, was können wir mitbringen? Ja, und man muss ja Hörern auch immer was zurückgeben. Und wir lassen nochmal 3 Tickets springen für die ersten 3 E-Mails, die uns erreichen. Die E-Mail-Adresse ist eingerichtet und feuerfrei. So, Leute, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, Leute? Das ist was ganz Besonderes für alle Hörer jetzt. Wir haben sehr aufmerksame Hörer. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich bin sehr Leute gespannt, was kommt. Wir werden es mit euch teilen. Also nochmal, die E-Mail-Adresse, hau nochmal raus. Das Hobby, zusammengeschrieben natürlich, @cardmadness.eu. Mhm. Wichtig, Foto von der Lieblingskarte anhängen. Mhm. Und dann die ersten 3 kriegen jeweils ein Ticket. Guck mal, die ersten 3 Leute. Da bin ich gespannt, wann die E-Mails kommen. Ich bin auch gespannt. Kommt drauf an, wann ihr live geht mit dem Podcast. Ja. Mittwoch, 7.30 Uhr. Morgens. Also, dann müsst ihr theoretisch nach ungefähr 30 Minuten, wenn sie nicht im Schnelldurchgang das Ding durchlaufen lassen. Ja. Also wenn bitte nicht auch nicht in die Shownotes reinschreiben, die E-Mail. Ja. Das sollen schon die Leute belohnt werden, die sich das auch anhören. Absolut. Wir sind sehr gespannt, was für Karten da kommen. Ja. Aber wir werden einen Hinweis reinschreiben, dass es sehr wichtig ist, die Sendung sehr aufmerksam zu hören dieses Mal. Absolut, das ist perfekt. Also das sollen wir machen. So wie immer. Ja, also eigentlich so wie immer, aber bei Sendungen. Diesmal 100, noch mehr. Diesmal noch mehr. Oder wo wir jetzt sind, da ist das schon nochmal wichtig, dass man die Leute nochmal neu ranholt. Ne? Also, stark. Ja, vielen Dank. Cool, coole Idee. Endlich mal eine eigene E-Mail-Adresse, oder? Bist du nicht drauf gekommen, Markus, ne? Wir können die auch umleiten zu euch, ist kein Problem. Nö, lass mal. Nee, sehr gut. Das finde ich schön. Also, da kann ich wieder meine Mutter aktivieren. Toll. Jetzt hat sie hat ja vielleicht einen Wissensvorsprung. Man weiß nicht. Meine Mutter hat ja vor allen Dingen nochmal Grüße an den Kollegen. Ne? Da habe ich ja den Witz gemacht bei der Cardshow. Da hat tatsächlich einer was abgegeben. Habe ich Clippers-Karten bekommen und meine Mutter ein Lolli und eine liebe Marlies, alles Gute zum Geburtstag. Sehr vorbildlich. Sensationelles Hobby, oder? Sensationell. Ich habe es meiner Mutter vorhin nicht gesagt. Markus hat ja das dann da einfach hingeschickt und die hat mich irgendwann angerufen. Sag mal, Dennis, ich habe hier Basketballkarten geschickt gekriegt und so einen Gruß, was soll das? Und ein Herz für Karten steht da drauf und so. Also das war stark. Das war sehr schön. Andreas, sag nochmal ganz kurz. Baby, wann ist es gekommen? 27.06. ein Mädchen. Ava. Ava Rufname. Schön. Hat 3 Namen, aber Ava ist der. Ja, und das ist natürlich auch eine kleine Umstellung aktuell. Ja. Aber wir haben uns, glaube ich, als Family ganz gut eingegroovt. Cool. Meine Frau ist gerade nebendran im Zimmer, die Kleine am Bespaßen. Ich hoffe, dass sie mittlerweile schläft. Momentan hat die so eine Phase. Ich hoffe beide. Ja, nein, Gott, dass sie sich ein bisschen ausruhen können. Aber nee, ist auf jeden Fall
sehr, sehr schön. Ich habe natürlich auch so Hobby-Fanatiker und crazy wie ich bin, habe ich natürlich auch schon eine Sammlung für die Kleine angefangen. Guck mal, Investment. Ich sammle aktuell Pokémon-Karten ja. aus dem Jahr 23 und Disney-Kakao, also so eine chinesische Serie. Die haben jetzt dieses Jahr Disney-Karten rausgebracht und da Fokus auf Minnie Maus und Bambi. Weil das passt so perfekt. Ja. Ja, schreibt Dennis direkt mit. Er hat direkt Leute, eine Idee. Das möchte ich auch nochmal hier. Schickt dem Andreas. Oder bringt ihm bei der Show. Bringt oh ihm ja. Minimauskarten, wichtig. Das ist wirklich wichtig. Das, guck mal, früher, ich hatte ein Jeans-Sparbuch an meine Eltern angelegt für mich. Ja. Und jetzt sowas. Ist doch auch gut. Nein, aber ich finde das schon ganz cool, wenn ich mir vorstelle, dass so ein paar Jahren ihr dann sagen kann, guck mal hier, das sind Karten aus deinem Geburtsjahr. Ja, Sachen, mit denen sie irgendwie hauptsächlich so Pikachus oder so. Ich kaufe die nicht unbedingt nach Value, sondern Sachen, die schön aussehen. Ja. Also gut, bei den Disney-Karten kann man das schon ein bisschen eskalieren ab und zu. die sind schon, es muss jetzt nicht immer die goldene Bambi auf 10 sein oder so. Aber manchmal sieht man so Sachen und dann ist mir das mehr wert, für meine Tochter eine Karte zu kaufen, als mir jetzt die nächste Dirk-Autogrammkarte zu kaufen oder so. Also das finde ich. Freue ich mich auch total drauf, irgendwann hoffentlich auch das Hobby mit ihr zu teilen. Ja. Schön. Ich würde sagen, hast du schon ihr Hobbyzimmer eingerichtet, dann sozusagen? Genau, wir haben ein gemeinsames Hobbyzimmer dann, weil in der Stadt sind Wohnungen teuer, ja, und Zimmer sind teuer. Wenn wir nicht zwei Hobbyräume haben, ja, dann müssen wir irgendwie uns das irgendwie ein bisschen teilen, aber genau. Ja. Sehr das cool. Das ist wirklich schön. Aber wenn die Karten einmal falsch angrabbelt, ne, sofort Riesenterror machen, ne? Ah, die sind hoffentlich dann bald alle PSA-slapped. Ja, das heißt, die sind ein bisschen geschützt, ja. Ich spiele gerne damit, Schatz. Viel Spaß. Ups. Ja, es wird natürlich ein paar Spielkarten geben und dann auch die Karten, die dann für die Tochter sind, wenn sie dann vielleicht ein bisschen älter ist und auch einschätzen kann, was da gerade in der Hand ist. Ja. Und schick dem Andreas doch bitte alle Basketballkarten auch von Spielern mit der Nummer 23. Die sind ja günstig. Ihr könnt ihm doch Jordan, LeBron, schickt die alle dem Andreas. Ist für die Tochter. Nehme ich alles sehr, sehr gerne an. Ja. Ach, guck mal. Das ist eine gute Idee von mir selber. So, Entschuldigung, wir sind etwas abgewichen. Seid ihr, also quasi dann logischerweise, habt ihr da auch keine, oder habt ihr jemand, der für euch einen Tisch dann habt, oder trifft man eure Karten dann irgendwo auch auf der Show in Düsseldorf? Nee, wahrscheinlich dann. Ich glaube, es ist nicht realistisch, dass wir die Zeit haben werden, noch einen eigenen Tisch zu betreiben. Es kann sein, dass ich vielleicht zwei, drei Karten mal bei irgendwem dazulege, wenn ich sage, vielleicht ganz cool, die mal rauszuhauen. Vielleicht freut sich irgendwer über die Karten. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, einen klaren Fokus und dass das eine tolle Show wird. Ja, und ich glaube, das ist unser einziger Fokus, die beiden Tage. Und aber wir hoffen natürlich, dass wir auch Zeit haben mit allen von euch dann auch mal eine kurze Minute mal zu plaudern, mal ein bisschen zu quatschen, mal Eindrücke zu sammeln, so einfach so ein bisschen auch das Feedback bekommen, weil das für uns halt, wie gesagt, das ist einfach nur mal die Premiere. In dem Ausmaß haben wir beide noch keine Show veranstaltet, also es wird super spannend, auch einfach mal zu sehen. Aber ich hoffe, dass die Leute ähnlich begeistert sind, wenn sie in diese Halle reingehen, wie ich das erste Mal war. Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich in diese leere Halle reingehe, und ich glaube, ich werde Freudentränen haben, wenn wir wirklich am Samstag da sind und es läuft, die Tische stehen, es wurde alles angeliefert am Abend vorher, ja, das sind so die Sachen, die ich halt befürchte, dass irgendwo irgendwas im Verkehr hängen bleibt und wir dann morgens noch schnell irgendwas organisieren müssen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Bitte nicht. Irgendwas geht immer schief. Da muss man sich einfach drauf einstellen. Ja. Ich hoffe, es sind aber nur kleine Dinge, die keiner mitbekommt. Ja. Ja. Aber wie wir schon gesagt haben, man muss es auch nicht overengineeren. Also das macht es dann auch künstlich am Ende des Tages. Ne? Das muss halt simpel sein, weil am Ende natürlich auch Kids und Co. da vor Ort sind und da jetzt irgendwie Riesen-Hack-Mack betreiben, ist auch gar nicht Sinn der Sache. Aber keine Ahnung, dass wir natürlich einheitliche Tische haben wollten. Also wenn der Tischlieferant nicht kommt, bitte alle irgendwas mitbringen, wo wir was draufstellen können. Das würden wir dann rechtzeitig noch announcen vorher. Aber ich bin da guter Dinge, dass das alles glatt geht. Das wäre stark, ne? Wenn einfach so ein Tischlieferant mal nicht kommt bei so einer Kartshow. Das ist mein schlimmster Gedanke, und ich habe wirklich schon zweimal davon geträumt, ist, dass diese dämlichen Tische an dem Tag nicht kommen. Das ist meine größte Befürchtung. Der bringt nicht nur die Tische, der bringt auch noch zwei, drei andere Sachen mit. Ja.
Aber die Tische sind das, was wir nicht so spontan organisieren könnten in der Anzahl. Musst du erstmal 300 gleiche Tische, selbst in einer Stadt wie Düsseldorf, ist das einfach nicht so einfach machbar. Ja? Und deswegen, wenn die Tische Freitagabend da sind auf den Rollwägen und wir können die auf das Feld laden, sind, glaube ich, 80% der Anspannung schon weg. Ja. Aber sonst fährt der Markus kurz bei IKEA vorbei. Das ist auch ein Das wäre auch noch eine Variante. Auch nicht so einfach, 300 Tische. Ja. Sind nicht so auch nicht einfach. In der Größe. Dann sind wir pleite danach, ja, 300 Tische bei IKEA kaufen. Ja. Ja. So, aber ich muss jetzt die Disney-Karten wieder einsammeln. Ja, genau. Ich muss alle meine Koffer mal kurz loswerden. Ja. Genau. Ich glaube, was wir abschließend noch sagen können, wir werden auf jeden Fall vor Ort etwas produzieren, wo auch am Ende vermutlich zur Weihnachtszeit auch alle von noch ein bisschen zurückblicken können, also aller Bild und Ton, sage ich jetzt mal. Also uns war auch wichtig, das wirklich jetzt nicht nur für uns, sondern auch grundsätzlich fürs Hobby etwas zu produzieren, wo auch alle am Ende von partizipieren können. So, und unser Anspruch ist auch wirklich, wenn man sich mit dem Thema Cardshow beschäftigt in den digitalen Medien oder auf den digitalen Plattformen, wo Bild und Ton nun mal stattfindet, dass wir da auch einen Beitrag leisten. Und das ist unser ganz klares Ziel und wollen da wirklich etwas schaffen. Also bitte nicht verstecken, wenn Menschen mit Kameras vor euch stehen. Oder bitte auch Bescheid sagen, wenn ihr das nicht möchtet, ist auch klar. Obwohl wir es auch angekündigt haben bei den Ticketverkäufen. Aber uns ist wichtig, da wirklich auch etwas zu schaffen, wo man sich immer zurückbesinnen kann, wie schön es doch war. So. Ein bisschen schick machen, Leute. Ja, aber auf jeden Fall. Also ist ja bald Weihnachten. Krawatte anziehen. Ja. Auf jeden Fall. Stark. Ich mache mich richtig schön, glaube ich. Ja, und das soll dann vermutlich um die Weihnachtszeit wird es dann veröffentlicht. Das passt mir sehr gut. Da habe ich schon ein Geschenk für meine Mutter zu Weihnachten. Ja. Super. Dann müssen wir gucken, dass du auch sehr präsent bist in dem Zusammenschnitt. Ja, das ist wichtig. Also, ja. Also da, wenn ihr da richtig Klickzahlen haben wollt, dann macht das nicht. Dann konzentriert euch auf Markus am besten. Dann lieber nicht, lieber nicht. Ich habe noch eine Frage. Gibt es eigentlich noch eine Fortsetzung von der Trading Night? Oder ist das quasi jetzt integriert in die Card Show? Willst du beantworten, Andi? Oder? Also, wir wollen das Konzept natürlich weiterführen nächstes Jahr. Wir haben nur dieses Jahr einfach keine mehr gemacht, damit wirklich der Fokus auf die Card Show ist. Und unsere Trading Night gibt es ja an dem Freitag dann dementsprechend. Aber nächstes Jahr könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf die eine oder andere Trading Night freuen. Cool. Wird auch in anderem Rahmen sein und vielleicht auch in der einen oder anderen Stadt zusätzlich. So, mal schauen. Aber das ist auch, wie Andi sagt, immer ein Zeitthema. So, und auch wenn es dann nur eine Trading Night ist, trotzdem muss man dafür Zeit haben. Ne? Und deswegen war der Fokus jetzt genau der richtige. Und ganz zufällig lassen sich Logo 1 und 2 auch mehr oder weniger wiedererkennen. Also das Trading Night Logo ist ja ähnlich wie das Card Madness Logo und deswegen passt es natürlich für den Freitag und den Samstag perfekt zusammen. Und freut euch nächstes Jahr auf mehr davon. Auf jeden Fall. Sehr gut. Stark. Hut ab. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Guck nochmal auf deine Liste, Sebastian. Hey, also ist nicht so, als hätte ich keine geschrieben. Ist halt wirklich so, ne? Also, stark, ey. Also alles, was da draufsteht, habe ich auf jeden Fall gesagt. Mir war wichtig, nochmal über die 3 Tickets zu sprechen. Bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und auch jetzt glaube, ein Druck für unsere Zuhörer, ne? Ja. Bin mal sehr gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall berichten, wann die erste Mail da war und wir werden auch auf Instagram mal die Karten teilen und gerne auch, wenn ihr einen Instagram-Account habt, mal euren Accountnamen reinschreiben, dann können wir das auf Instagram auch teilen. Ich glaube, das ist dann auch mal ganz interessant zu sehen, wer sind so die ganz Schnellen. Ja. Im Hobby. Hörer. Macht mir keine Schande. Auch wenn ihr schon eine Karte habt, da schreibt ihr schön mal eine E-Mail hin. Sonst wird Fadi aber ganz ungemütlich, ne? Also aber nicht auf eBay Kleinanzeigen, sondern dann. Yes. Gerne dann einem der zahlreich suchenden Leute, die wir auch regelmäßig teilen. Also, wie Markus schon gesagt hat, sobald wir irgendwie mitbekommen, ihr könnt immer gerne uns verlinken. Wir teilen das sehr, sehr gerne. Und selbst unabhängig jetzt, selbst wenn die nicht mit uns zusammenarbeiten, der ein oder andere gibt trotzdem Tickets auch raus, weil sie dann ein Ticket zu viel haben oder noch einen Sammlertisch bekommen haben. Mhm. Das teilen wir auch sehr, sehr gerne. Ja, also wir probieren, wenn es irgendwie nur möglich ist, so viele Leute noch auf dieses Event zu bekommen, wie es nur geht. Ja, also wenn irgendwer
sein Ticket loswerden möchte oder noch eins sucht oder ein Giveaway machen will mit den Tickets, die er hat, sehr, sehr gerne uns verlinken. Wir teilen das. Sehr gut, ey. Wir würden auch noch gerne mehr Menschen reinlassen, aber es geht halt einfach nicht. Also ist ja auch ein Entfluchtungsthema einfach, ne? Ja, ein Platzthema wahrscheinlich dann. Ja, ich habe keine Ahnung, wie sich diese Menschenmenge da drin anfühlt. Laut Entfluchtung ist das cool, aber ne, das muss man dann halt schauen. Und wenn wir merken, da ist noch Luft, dann ist es natürlich auch an uns, dann irgendwie das Entfluchtungskonzept zu überarbeiten. Aber auch das ist mit extremem Aufwand verbunden. Ja. Deswegen machen wir das jetzt so. Und ich glaube nicht, dass sich jemand sagen kann, es wären nicht genug Menschen da gewesen. So, daran wird es nicht scheitern. Und dann gucken wir weiter, wie es dann nächstes Jahr aussieht. Ja. Sehr gut. Ey, vielen, vielen Dank. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend an. Vielen Dank für die ganzen Details. 311 Tische habe ich mir notiert. Mettbrötchen habe ich mir notiert. Also die wichtigsten Sachen, weiß ich. Ja. Es ist wirklich Rookie-T-Shirt, auch geil. Wirklich, also Hut ab für die Detailverliebtheit, für den Anspruch, den ihr auch an die Sache habt selber. Und Andi auch noch nebenbei mit Baby und so, Hut ab. Und Jobs und so weiter und so fort. Mit der IBAN-Karte. Also wirklich, da kann man sich als Sammler ja nicht mehr wünschen. Die Glücklichen, die jetzt schon Karten haben, habt ihr gut gemacht. Und dass auch der Kartenvorverkauf für nächstes Mal sofort dann losgeht, am gleichen Tag, auch gute Idee. Mann, ey, ihr braucht mich ja gar nicht. Ihr wisst ja schon alles. Ist gut. Endlich mal jemand. Dich braucht man immer, Dennis. Aber da muss ich mir nicht so Sorgen machen um euch. Das ist gut. Die kann ich hier schon mal streichen von meiner Sorgenliste. Markus steht ganz oben. Aber der hat das auch gut gemacht, habe ich mir sagen lassen. Da komme ich auch nie runter. Aber er hat es sehr gut gemacht. Ich habe nur Gutes gehört von der Frankfurt Show. Also, so. Können wir nur nochmal das Ende aus Versehen auf dich gelenkt, Markus. Tut mir leid. immer. Alright. Vielen Dank. Wir freuen uns. Vielen Dank an euch. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Genau. Vielen lieben Dank. Jederzeit gern. Dass wir wieder nach 9 Monaten mit euch nochmal über die Idee, die wir vor 9 Monaten verkündet haben, nochmal sprechen durften. Und ich glaube, wenn man sich beide Podcasts mal anhört, merkt man doch, dass sich da ein bisschen was entwickelt hat. Und wir freuen uns einfach wahnsinnig auf den 1. und 2. Dezember. Bringt alle gute Laune mit. Ich glaube, das wird echt ein tolles Wochenende. Und wir hoffen da natürlich auch einfach eine schöne Reihe draus zu machen, dass man jedes Jahr im Dezember nach Düsseldorf kommt. Düsseldorf ist eine wunderschöne Stadt, super gut angebunden. Ja, wir haben von Holländern bis alles in der Nähe, ja, alles da. Und ihr könnt noch irgendwie, man kann vorher noch bei den B-Brothers vorbeifahren. Ich habe gehört, nachher auch. Also genau, das ist tatsächlich auch ganz spannend. Samstags kann man nach unserer Show kann man noch zu den B-Brothers fahren. Das ist nur, ich glaube, 20 Minuten entfernt von der Halle, wo wir sind. Und die haben die machen die ganze Nacht durch. Die ballern durch, die Jungs. Ja, die sind, Schlaf wird überbewertet, ja. Nach 19 Uhr geht der Laden weiter. Ja, der Laden ist durchgehend geöffnet, aber die sind ja zwischendurch dann bei uns und dann machen sie nochmal weiter. Also kann man dann schönes, und man könnte sogar noch nach Holland fahren. Ja, man könnte wirklich echt so einmal im Bermuda-Dreieck NRW irgendwie versinken, ja. Ich würde sagen, wir schicken den Podcast auch an Tourismusverband Düsseldorf. Da werdet ihr nächstes Jahr dann nämlich Fördergelder bekommen. Wir versuchen es schon, aber ist nicht so einfach. Ja, wir arbeiten dran. Visit Düsseldorf, genau. Ja. Werden wir verlinken in den Shownotes. Sehr gut. Visit Düsseldorf. Sehr gut, ey. Vielen, vielen Dank. Danke euch, Jungs. Bis dann. Ciao. Ciao.